Hallo Sigi Bob, das ist die VA für dich, die gewünschte, für deinen 444 Abonnenten, eine Wahnsinnszahl, von der kann ich nur träumen. Dein Kanal ist iTripZone, du bist, so wie ich, auch nebenbei noch Geocacher. Das kann man ja mit unserem Hobby Bushcraften und Geocachen optimal verbinden in der freien Natur. Was gibt es Schöneres? Okay, du hast wirklich einen tollen Kanal, du machst Musik, das ist gewaltig. Von solchen Sachen verstehe ich leider überhaupt nichts. Ich höre sie halt nur gerne, aber gut, du hast eine Challenge gestartet und hast uns zur Aufgabe gemacht, welche drei Dinge haben wir immer mit? Okay, es gibt drei Dinge, die habe ich wirklich immer mit, egal wohin ich gehe. Erstens, meine Geldbörse mit Führerschein, mit allem drum und dran, die ist immer dabei, passiere was will. Zweitens, man hat es gerade gehört, ein Handy, um immer und überall erreichbar zu sein, das ist auch immer dabei. Und was noch immer dabei ist, ein Autoschlüssel. Denn bei uns heraus kommst du nirgends hin ohne Auto. Ja, das sind diese drei Dinge, die immer dabei sind. Und beim Cachen kommt natürlich dazu ein GPS. Was normal auch immer dabei ist, ist natürlich ein Messer. Aber diese drei Dinge habe ich wirklich immer bei mir. So, ich hoffe, ich konnte dir deinen Gefallen noch erfüllen. Du wolltest ja noch wissen, unsere Lieblingslieder oder so. Ja, dann tendiere ich eher zu den italienischen. Zucchero in dieser Gegend bin ich da eher angesiedelt. Diese gefallen mir verdammt gut. Und natürlich unsere österreichischen Lieder, unsere deutsch gesungenen. Es gibt kein gewisses Repertoire, wo man mich reinstoßen kann. Mir gefällt auch, es kommt auf die Tagesverfassung an. Manchmal ist es ein Beat, dann ein Reggae. Es ist eigentlich querbeet alles. Okay, ich will dich gar nicht länger aufhalten, denn heute läuft eine Challenge aus. Wie du siehst, ich drehe gerade noch bei Licht im Freien. Nur für dich. Und ich hoffe, dass ich die noch rechtzeitig hochbekomme. Und wenn nicht, auch kein Problem. Dann mache ich sie dir zuliebe, wie für jeden anderen auch. Wünsche dir mit deinem Kanal weiterhin alles Gute. Wie gesagt, toller Kanal, Geocaching, Bushcraften, Musik, das gehört ja alles irgendwie zusammen. Okay, Sigi, ich wünsche dir noch das Beste und vielleicht sieht man sich im Wald. Und wie der Selbstverschie sagt, geht's aus. Ciao, mein Freund.